Wir sind hier im 7. Bezirk in der Bandgasse und das Unternehmen heißt Embacher-CO. Geben tut es seit fast 25 Jahren. Wir fangen nicht an zu überlegen, wie was hübsch ist, sondern quasi was muss das können. Und so war es bei der Feuerwehr auch, dass man zuerst quasi die Abläufe genau überlegt. Wo komme ich rein, wie sind die kürzesten Wege, wo ist der Kommandoraum, was muss der für einen Überblick haben. Und aus dem heraus ist das dann entstanden. Ich wollte schon zeigen, wie flexibel dieses Produkt ist und wie man dreidimensional damit umgehen kann. Das ist eigentlich das Schöne am Prefa und das unterscheidet es auch von herkömmlichen Dachziegeln. Das ist einerseits die Langlebigkeit und andererseits das dreidimensional Formbare. Das heißt, ich kann ums Eck gehen, ich kann die Traufe verkleiden, ich kann die Dachuntersicht verkleiden. Und das war eigentlich der Versuch zu zeigen mit diesem roten Teil, der über dem Dach sitzt, dass ich auch rundherum formen kann. Wir bauen eigentlich aus Prefa eine dreidimensionale Haut, die über dem eigentlichen Trakt zu schweben scheint. Der Verarbeiter war ein hiesiger Spengler, die Firma Hoppel. Wir haben uns ja gewünscht, dass die Raute weitergeht, also dass es nicht einfach nur gestoßen ist, dass die eine Raute da aufhört und da irgendeine anfängt, sondern wir haben versucht, alle Ecken so auszugestalten, dass sich die Raute richtig drüber faltet. Aber das sind so Dinge, die man mit ihm gemeinsam vor Ort entwickelt. Er macht Muster, er hängt die nächste Raute dazu. Mit solchen Leuten ist einfach spannend zu arbeiten. Er sagt nicht nur, das geht nicht, sondern er versucht es einfach und dann kommen wir gemeinsam zu einem Ergebnis, das quasi sich planlich darstellen lässt und gut ist fürs Gebäude, aber auch für ihn verarbeitbar.